Ja? Rick! 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 Ja? Du filmst in die falsche Richtung. Oh, das ist der Kirchenfront. Bald in die Luft jagen, würde ich sagen. Okay, los! Gucken wir uns das nochmal näher an, was da jetzt eigentlich passiert. Das ist ja auch noch Zeug, was nicht in die Luft gejagt werden soll. Wir haben uns Waffen von Flo ausgeliehen und wenn wir die jetzt in die Luft jagen, wir haben irgendwie ein bisschen dreist. So, ja, kriegst du wieder ein Stückchen. Ne? So, die Kirche hat natürlich einen coolen Trick. Ich laufe da jetzt einfach mal rückwärts lang. Ich hoffe, ich sterbe nicht dabei. Rick, laufe ich hier richtig? Guck mal. Das ist alles fake. Das ist alles nicht echt. Ja, tatsächlich jagen wir keine echte Kirche in die Luft. Ja, das gehört, das wird in verschiedenen Etappen aufplodieren. Naja, hier vorne werden halt die Kisten erstmal explodieren. Ah ja, stimmt. Das sind unsere Kisten, die haben wir mitgebracht. Es muss ja irgendwie glaubwürdig wirken, warum eine Kirche in die Luft fliegt, weil normale Kirchen sind allgemein nicht so explosiv. Aber diese Kirche ist ja voll mit Waffen. Und damit man auch versteht, dass voll Waffen ist, so haben wir hier diese Kisten mit brennbaren Symbolen drauf, die ja unsere Anja und Nicole schön drauf geschmiert haben. Unsere lieben Ausstatterinnen. Genau. Also wenn was schief geht, die Feuerwehr ist da und kann uns beim Verbrennen zusehen. Ich habe jetzt hier schon den Sprengknopf, um das ganze Ding in die Luft zu jagen und die Menschen da hinten, die sehen unwichtig aus. Ach so. Rick. Das Kabel steckt nicht drin. Es gibt eine richtige Feuerspur. Also, es brennt noch nicht, aber es wird brennen, damit man auch versteht, warum die Kirche explodiert, ne? Das macht alles gleich einen Sinn. Total. Weiter, ja? Also die Oropax waren jetzt gar nicht so nötig, glaube ich. Sag was! Das war cool! Hast du gedrückt? Ich glaube schon. Wir können uns mal eben die Bruchteile angucken, ne? Das war mal eine Kirche. Das war mal eine Flagge, glaube ich. Mhm. Das war eine Flagge? Ja, ist auch noch ganz alt. Das war die Flagge, die ist warm. Ja, die ist warm. Ja, dann kannst du sie ja noch essen, solange es warm ist. Wenn man dagegen tritt, wird es wahrscheinlich zusammenbrechen. Ja. Geil! Ja, damit haben wir eine sehr essentielle Szene gedreht, aber irgendwie fehlt da noch was, ne? Ja, ungefähr alles. So, zweite Drehlocation heute. Das ist meine Wohnung. Da ist jemand. Hallöchen. Servus. Oh, okay. Sieht doch echt gut hier aus, ne? Das ist meine Küche. Wunderschön. Mein Schlafzimmer. Und mein überhaupt gar nicht umgestelltes Dingszimmer, Pornokeller meine ich, mein Pornokeller. Was machst du mit meinem Pornokeller? Und obwohl Olli krank ist, hilft er hier trotzdem mit. Ich bin nicht real. Er ist gar nicht da. Ich bin im Geiste hier. So, wir drehen jetzt. Ich muss den Rollmops kurz entgegennehmen, warte mal. Oh, wir ist auf die da? Da war gerade ein Dev-Kit drin. Es ist immer noch. Olli hat es in der Hand. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich aus der Lokalisierungsabteilung von Ubisoft geklaut. Ja. Zeit für die erste Probe. Wo bitte? Und Übergewicht führt zu Diabetes, Arthritis und dem Besitz von diesem Ding. Nicht dein Ernst! Oh, kannst du bitte keine Kühe mehr schlagen? Ich schaff das nicht. Okay, keine Kühe schlagen. Die hat nur unglaublich muskulösen Körperbau. Ich sag doch, du sagst jetzt Nippel. Manche Menschen haben Probleme. Set? Give it to me, Baby. Dankeschön. Das ist es, ich riech es. Drehtag 1. Erst geschafft. Nee, warte mal, das ist Drehtag 2. Siehst du? So ist mein Kopf schon im Kopf. Hier ist noch ein bisschen leer. Und ich muss alles wieder aufbauen, aber ich habe keine Lust. Morgen fahre ich Auto. Hallo, meine Lieben. Wir gehen nochmal das Skript durch, damit wir jetzt nicht mega verkacken. Holy shit! Rick, freust du dich schon, dass ich dich gleich rumkutschieren darf? Freust du dich drauf, von mir angeschrien zu werden? Ja, total. Guck mal, was das für ein geiles Auto ist. Heißt Lada. Baby, lad mir deinen Lada. Oh. Hey Rick. Mach dann zu, ihr. Guck mal, hier ist dein Bruder.
Rick. Also, mein Bruder? Ja, der Rick wird aber mit G geschrieben. Ja, aber das ist nicht mein Vollbruder, das ist mein Halbbruder, das ist Auto-Rick. Ja, ich muss jetzt gleich irgendwie da noch schalten. What the fuck? Du musst nicht nur schalten. Ready Action! Scheiße. Hier ist so viel Holz. Ich bin noch nie Allrad gefahren! Muss man ja rausziehen. Ja, klar. So sieht der Job eines Tonmanns aus. Yes. Sehen wir das ganze Setting. Hinten Ton reingebaut, Kamera vorne reingestellt, Steven ist festmontiert. Oh, cool. So. Und da kommt noch Gunnar, der ist aber, den kann man wieder rausnehmen. Der ist nur so halb reingeklemmt. Schönen guten Abend. Andreas mein Name. Wir drehen. Ich bin gar nicht Andreas. Nee, du bist nicht Andreas. Aber wow, ich fühle mich gerade voll wie ein Entdecker. Ja, wir fahren hier durch. Ich glaube, man sieht es auf der Kamera nicht, aber wir sind sehr schön. Es geht nicht immer nur ums Gewinn, okay? Ich meine, das wird langsam echt zum Problem bei dir. Scheiße. Das war eine Funke. Schon nichts passieren, wenn wir ins Terroristenkampf fahren und alle umbringen und Kirche in die Luft jagen. Da wird schon nichts passieren. Nein. Nein. Wo bleiben wir stehen? Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben Leggings an. Es gefällt mir sehr gut. Vielleicht sieht man gerade meine Waden. Es ist wirklich sehr schön. Kostüm Nummer 1, Trainingsmontage. Langsam wird's ernst. Rick muss jetzt seinen Sender anmachen. Und dann drehen wir die erste Trainingsszene. Das wird geil. Jetzt wird Steven entfettet. Entschlackt. Wir haben heute ganz viele Statisten am Start, die für uns Rekruten spielen. Ey, guckt euch das mal an, Kinder, ja? Hier ist einfach... Da ist kein Kabel dran, ja? Wisst ihr? Da ist nichts dran. Da ist einfach per Funk irgendwo die Kamera. Ich sehe sie nicht mal. Aber da ist das Bild. Ey, das ist ein richtig geiles Bild sogar. Außerdem hätte ich noch das hier. Irgendwas! Ich fang nochmal an, ich geh nochmal darüber! Danke. Darf ich ihn schubsen? Ja. Los, Steven, zeig, was du kannst. Ja, aber... Das musst du in 3 Sekunden rüber und weitergerannt, ja, nicht da oben sitzen. Ja, ich hab das Anspringen gemacht. Ja, kack nur. Völlig verkackt wieder hier, ey. Oh. Ui. Setz dich auf den Hintern. Genau, und dann richtig runter. Ja, genau so. Genau. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es haben. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen liegen bleiben. Dein Arsch ist übrigens richtig weich. Den musst du trainieren. Mein Arsch ist nicht weich. So, und jetzt haben wir nochmal einen nassen Nassdreh heute hier. Wunderschön. Licht. Es ist sehr viel Licht. Wir haben einen sehr guten Oberbeleuchter. Wir haben kaputte Autos. Oh yeah. Wir haben noch mehr Licht da oben. Das ist ziemlich viel krasses Licht. Da Licht. Und wir haben sogar noch ein Feuer. Yeah. Und da werden Rick und ich jetzt gleich ein Gespräch führen. Ein ganz ernstes. Über unsere... ihr wisst schon. Fans. Nächster Tag, es ist matschig. Im Film geht es immer darum zu faken, deswegen machen wir heute auch unsere Innenszenen im Zelt, die bei Nacht stattfinden. Am Tag und benutzen Rollmöpse, alias, lach nicht, alias Meutern. In einer Skala von 1 bis 10, wie nervig ist es für uns zu arbeiten? Dankeschön. Und der Blick von innen. Das ist unglaublich professionell. Das wird dann ein bisschen drohlicher. Das ist sehr professionell. Ja, diese Beten sind ja. Sogar Unterstützung für einen professionellen Schauspieler. Dazu auch geile Sounds runter. Aber wo packen wir jemanden? Was musst du gerade machen? Wir suchen verzweifelt Heilerde. Nein. Aber ich glaube, sie machen jetzt neue. Die gute Heilerde? Ja. Also werde ich mich jetzt cool an dieses Auto lehnen und cool dabei aussehen und in die Sonne gucken. Zum ersten Mal. In den 3 Tagen, den wir drehen, ist die Sonne da. Ja. Fick dich, Sonne. So, das wird jetzt hier der Anschluss-Shot zur Kirchensprengung. Weil, ja, die steht natürlich nicht hier, wo wir drehen.
ganz woanders. Aber wir tun einfach so. Wir tun einfach so und haben hier eine schöne Feuerlinie vorbereitet. Wir sind gespannt. Besonders Rick ist sehr gespannt. Oh, deine Haare im Wind. Wir haben gerade fett Zeitlupensprung, Matrix-Action gedreht und ich bin hier voll raufgesprungen. Also die Matratzen sind so weich, dass sie im Endeffekt trotzdem mit der Schulter voll auf den Boden aufgekommen sind. Und ich will jetzt, dass ihr alle sagt, oh, armer Rick, hast du ganz toll gemacht. Was für ein Einsatz. Oh, armer Rick, hast du ganz toll gemacht. Was für ein Einsatz. Was für ein Einsatz. Warte. Wir lassen oder was? Nicht mit dem Drecksack, ne? Das ist unsere Crew hier. Versau mal den Technik. Du hast aber eine Menge Blut verloren. Ja. Aber ey, immerhin ist er gut. Habe ich mir ausgeprägt. In der Schüssel, ne? Ja. Also, er hat Einstand. Nicht so wie die Bösewichte in anderen Filmen, ne? Text! Nämlich, wir okay, sind... Okay, Mann, ja! Na, du 4 Monate älterer Rick als vorhin noch, gerade vor dem Schnitt? Genau, das Ganze haben wir damals im Oktober gedreht, und zwar in der Woche vor Loot für die Welt. Leute, ich sag euch, das war anstrengend. Das waren echt 2 anstrengende Wochen. Die Dreharbeiten waren ja nur ein Bruchteil der gesamten Arbeit. Danach folgte ja noch der Schnitt, das Color Grading, das Sounddesign, die Special Effects, die Musik haben wir machen lassen und das 3D-Modeling. Für das Projekt haben wir zum ersten Mal mit 3D-Models gearbeitet und haben die sogar selber erstellt. Deswegen sind wir super stolz drauf, aber nicht so stolz, dass ihr das euch mal genau ansehen solltet, weil es sieht im Endeffekt, man sieht, das ist eigentlich nicht billig. Ja, nein, ist nicht billig. Es ist halt CGI. Speziell. Lustiger Fun-Fact. Während der Dreharbeiten habe ich 20 Kilo mehr als Steven gewogen, obwohl er eigentlich der Fettsack ist. Aber das liegt vor allem daran, dass Steven unglaublich dünn ist. Also ich bin nur ein bisschen dick gewesen und Steven ist sehr, 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 sehr dünn. Faule Ausrede. Das ist keine faule Ausrede. Außerdem habe ich seitdem 4 Kilo abgenommen. Hä? Was sagst du dazu? Nein, nicht filmen, nicht mein Schritt filmen. Das ist, Da hast du zugelegt, ne? Wir hoffen extrem, dass ihr voll fetten Spaß mit Camp Fat weg hattet. Also so richtig. Das war ja schließlich unser aufwendigstes Projekt. Was er sagt. Was wir je hatten. Und an dieser Stelle vielen Dank an Ubisoft, die das Ganze finanziert haben und uns das Vertrauen geschenkt haben, dass wir halt auch was Vernünftiges draus machen. Aber vor allem geht unser größter Dank an unser unglaublich krasses Team. Die Leute, die das alles überhaupt möglich gemacht haben. Unsere Kameramänner, Ausstatterinnen, die Maske, Special Effects, die... Was gibt es noch alles? Die Regieassistenzen, Musiker. Tolle Musik, ne? Alles. Und wenn ihr es jetzt noch nicht gesehen habt, dann klickt hier hin. Klickt da, das ist die Playlist mit allen 3 Folgen, ihr könnt sie euch angucken. Und wenn ihr Far Cry 5 sehen wollt, werden wir das wahrscheinlich am Mittwoch streamen, auf Space Gaming. Wir hatten sehr viel Spaß, ihr hoffentlich auch. Tschüss.